Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Anfängerguide. In diesem Anfängerguide wollte ich euch mal zeigen, wie man ein Zehnboot baut, was ich persönlich recht praktisch finde für den Anfang, da ihr eine mobile Zehnbox habt. Und ja, wie gesagt, ihr braucht dann nicht einfach so rumzulaufen und in der freien Wildbahn zu zähmen. Was wir dafür brauchen, ist ein Floß. Das Floß, das schaltet ihr ab Level 16 frei, kostet 11 Anagrammpunkte, kostet 125 Fasern, 250 Holz und 75 Leder. Das heißt, es ist noch recht billig an sich herzustellen. Das könnt ihr im Inventar herstellen. Wenn ihr es hergestellt habt, müsst ihr es ins Wasser platzieren. Und dann geht ihr auf Floßoptionen. Und dann holt ihr das Segel ein, weil das ist nachher nur störend. Auf dem Floß stellt ihr euch recht mittig hin. Dann brauchen wir 8 Fundamente, die wir jetzt platzieren. Wir werden versuchen, wie gesagt, die größtmögliche Fläche rauszuholen. Das heißt, am besten irgendwo links oder rechts in der Ecke vom Floß. Und dann platzieren wir das so weit wir können außen. Seht ihr ungefähr so und dann noch ein Stückchen nach hinten. Wie gesagt, wir wollen wirklich die größte Fläche rausnehmen. Wenn wir dann einmal eine ideale Position haben, dann platzieren wir es. Der Vorteil bei den Noob Vision Servern ist, dass ihr eine permanente Strukturenaufhebung habt. Das heißt, ihr könnt immer wieder neu aufheben und neu bauen. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn ihr mal einen Fehler macht oder es nicht so ist, wie ihr es wollt. Dann hebt es einfach wieder auf und platziert es wieder neu. So, wenn wir dann unser Fundament soweit gesetzt haben, wie ihr seht hier, das in der Mitte habe ich da freigelassen, damit ihr dann, wie gesagt, aufs Boot raufkommt. Das ist angenehmer. So, dann platzieren wir Decken, damit wir das Ganze noch ein bisschen ausbauen können. Dafür brauchen wir im Ganzen 11 Decken, die setzen wir dann rundherum. Wie gesagt, somit vergrößern wir nochmal die Fläche um jeweils eine Decke links, rechts und nochmal hinten. Dann setzen wir Wände. Wände brauchen wir im Ganzen. Also ich habe jetzt 12 Wände gebraucht dafür. Warum wir jetzt nicht noch eine Reihe Decken setzen, das ist, wenn wir jetzt noch eine Reihe Decke setzen würden, dann hätten wir das Problem, das zeige ich jetzt hier, dann hätten wir da die Decke und dann könnten wir keine Mauer mehr setzen, da wir kein Fundament mehr haben. Das heißt, deswegen nur eine Reihe Decken. Machen wir dann zu mit den Wänden. Zwei Wänden machen wir nur nach hinten durch. Und darauf platzieren wir dann nochmal jeweils eine Reihe von Wänden. So. Sonne, Sonne. Okay, passt. Gut, so. Dann haben wir an sich schon den Grundriss schon fast fertig. Jetzt, ich benutze Türrahmen. Dadurch kann man sehr gut schießen. Und ja, die kosten auch nicht so viel. Davon setzen wir dann auch wieder zwei Fundamente, zwei Felder. Setzen wir die Türrahmen. Jeweils 4 Stück. Nochmal eine Reihe obendrauf auch. Das heißt, wir brauchen 8 Türrahmen. So, dann haben wir hier schon fast die Box fertig. Und dann nehmen wir Steintreppen. Also ich bevorzuge die Steintreppen, weil die kann ich nachher auch in Rampen umswitchen, was ich persönlich sehr angenehm finde. Ja, weil es einfach, wie gesagt, wenn man Lust hat auf Rampen, dann macht man eine Rampe. Wenn man die Treppen will, dann macht man sie wieder zurück, in Treppen. So, dann müssen wir das kleine Dino-Steintor herstellen. Das bekommt ihr ab Level 27 freigeschaltet. Das kostet 9 Anagramm-Punkte. Und die verstärkte Dino-Tür, die kostet 6 Anagramm-Punkte, auch ab Level 27. Das Dino-Tor setze ich jetzt erst, da ich jetzt die Wände
als Begrenzung nehmen kann und das Dino-Tor recht gut, recht mittig, recht sauber platzieren kann. So, und da steht's. So ist das dann recht mittig, recht platzsparend auch gesetzt. Die Tür rein. Dann setze ich noch eine Treppe hier ran. Damit wir dann nicht jetzt mal müssen durchs Dino-Tor gehen und wir können auch hier rauslaufen, um das Dino-Tor zu schließen. So, dann zeige ich euch das Ganze einmal von oben. Damit ihr seht, wie das Ganze dann so aussieht, wenn es eben, wie gesagt, soweit fertig ist. Wie gesagt, das ist jetzt auch nur grob. Nachher könnt ihr natürlich, wie gesagt, das Ganze verschönern, ausbauen, wie ihr wollt. Hier habt ihr noch eine schöne Flasche übrig, wo ihr eine Werkstatt hinpacken könnt, eine Schmelze, einen Schrank, ein Bett und so weiter fort, damit ihr dann auch unterwegs, wie gesagt, Ressourcen sammeln könnt noch und so. Ich mache jetzt schnell eine Reihe Wände noch hier hin. Einfach nur mal zu zeigen, wie gesagt, dass ihr da wirklich eine sehr, noch eine recht große Flasche übrig behaltet, wo eben, wie gesagt, ein Schrank, ein Werkstatt, Schmelzofen, ein Lagerfeuer, ein Bett hinsetzen könnt. Wie gesagt, dass ihr so eine kleine mobile Base habt. Ich platziere jetzt noch so einen Schrank hier einfach hin jetzt, wo ich dann meine Zehm-Ausrüstung einpacke. Das heißt, die Armbrust, am Anfang natürlich ein Bogen mit Betäubungspfeilen und ja, wie gesagt, so habt ihr alles zusammen auf einem Boot. Ich würde euch empfehlen, das Ganze aus Stein natürlich zu bauen, da Stein nach Metall das solideste ist. Und auch, wie gesagt, für Anfänger, die frisch anfangen, ist es recht einfach, an Stein zu kommen. Ja, das war's dann auch schon soweit mit dem Boot. Ja, noch ganz wichtig, nehmt euch ein bisschen Narkosemittel mit, weil, wie gesagt, auf offiziellen Servern kann es natürlich sein, dass das Ganze länger dauert mit dem Zähmen und dass die Betäubung dann natürlich irgendwann nachlässt. Da ist dann Narkosemittel natürlich sehr von Vorteil. Im anderen Fall Narkobären mitnehmen, könnt ihr alles in den Schrank reinpacken und ja, dann habt ihr, wie gesagt, alles zusammen, ihr seid bereit dafür. Und dann starten wir auch schon. Wie ihr seht, habt ihr auch noch eine recht gute Sicht. Ich werde euch jetzt auch hier meine Navigierkünste werde ich euch ersparen. Deswegen werde ich jetzt eine kleine Blende einsetzen. Und dann sehen wir uns, sobald ich einen Trike gefunden habe, wieder. So, da sind wir dann auch schon wieder. Da haben wir unseren Trike. Wir fahren dann mit unserem Boot. Fahren wir wirklich an den Strand ran. Wollen wir uns nicht viel Gedanken zu machen. So. Und dann schauen wir nochmal schnell nach. Haben wir genug Pfeile? Armbrust ist ausgerüstet. Und dann ziehen wir auch schon Aggro. Da zeige ich euch nochmal schnell, dass ihr das eben dann, wie gesagt, die Steintreppen in Rampen umwandeln könnt. Wie ihr das dann eben haben wollt. Wenn ihr Treppen haben wollt, lasst ihr Treppen. Ansonsten macht ihr es in Rampen. So, jetzt ziehen wir uns den einen Aggro. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass da noch ein zweiter dabei ist, weil der auch jetzt Aggro ist. Aber wie gesagt, es ist ja nur zum Zeigen. So, jetzt wieder natürlich wieder nicht. Komm. Komm. Ja, ja, jetzt. Jetzt kommt der. Ja, ja. Und da ist er drin. So, dann laufen wir hier zur Tür raus. Ihr seht, er ist drin. Machen die Tür hier zu. Und dann war es das auch schon. Jetzt könnt ihr in aller Ruhe auf ihn schießen. Ups. So, zack. Könnt ihr in aller Ruhe auf ihn schießen. Braucht euch wirklich keine Gedanken zu machen. Geht ein bisschen auf Abstand natürlich. Und dann betäuben wir ihn. Und da liegt er schon. Okay, das ist jetzt hier bei mir auf lokalem Server. Das heißt, ich spiele im lokalen Spiel. Deswegen ist er auch vom Level her nicht so hoch. Deswegen ging das jetzt recht fix. Dann könnt ihr hier, wie gesagt, wenn ihr dann hier die Bären drin habt oder Kibbel drin habt, nehmt ihr das raus, packt ihm das ins Inventar und fertig. Noch ein sehr großer Vorteil vom Boot natürlich, wie ihr jetzt seht. Ihr könnt einfach mit dem Dino auf dem Boot zu eurer Base fahren, weiter rausfahren, damit ihr dann in aller Ruhe
zähmen könnt, ohne euch Gedanken zu machen, dass ihr angegriffen werdet oder sonst irgendwie überrascht werdet von irgendeinem anderen Dino. Und könnt dann wirklich in aller Ruhe bei eurer Base zähmen. Oder einfach so hier, jetzt wie jetzt hier, könnt ihr dann auch hier auf dem Wasser zähmen. Ja, das war's dann auch an sich schon so vom Zähmboot her. Ich würde mich natürlich sehr freuen über eure Kommentare, eure Verbesserungsvorschläge, wenn ihr noch andere Meinungen dazu habt. Und ja, dann damit verabschiede ich mich. Danke und tschüss.